So, hallo meine Freunde, ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Max Payne 3. Und wie ihr sehen könnt, haben wir uns den kleinen Flug gebucht in Urlaub, weil haben uns hier wirklich reglich verdient. Bloß dummerweise finden wir hier den Ausweg nicht. Vielleicht können wir doch hier irgendwie durch, indem wir mal auf einen Schalter drücken. Entschuldigt. Ja, das fängt ja schon wieder gut an. Tück, tück, tück. Und wo ist der andere? Hier ist er. Bubi, komm raus. Ah, jup, komm, komm, und tot. Positiv ist, opa, dass die wirklich durch einen Kopfschuss sterben. So ein Kopfschuss, ja, Helm brauchst du vielleicht mehr, wenn du nicht genau ins Gesicht triffst. Aber ich mit meinem Auto-Aim-Bot macht es ja mit links. Falls euch auffallen ist, ich habe ja sogar die Zielhilfe ausgeschaltet. Ist mir neulich selber aufgefallen, Mann. Ich finde sowas... Boah. Gehört sich nicht. Das braucht man nicht. Auf PlayStation und so, ja. Auf jeden Fall. Aber auf PC nicht da. Mal nachladen. Ich gehe jetzt lieber mal in Deckung gleich. Jetzt haben sie das Licht ausgeschaltet, die Wichser. Ja, ich brauche kein Licht, ihr macht mir ja. Kommt gleich noch drauf, vor der Entdeckung geht. Na? So schnell kann es gehen mit dir. Komm, komm, komm. So, mal. Wagen wir uns mal. Boah. Raus. Hier wäre wieder die komische Waffe. Aber ich bleibe jetzt unbedingt bei der. Ist in meinen Augen geil. Leider geil. Sogar. Da blinkt was, das gehen wir jetzt gleich mal hin. Nachdem wir hier aber nicht aufstehst, Kollege, muss man natürlich sich hinstellen zum Drücken. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Ja, genau. Scheiße, Leute. Ja, ich, da konnte ich jetzt ja mal wieder echt nichts machen. Nach diesem, dieser schwule Blumentopf im Weg war. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Natürlich, die wissen halt auch sofort, wo ich bin. Granaten hatten wir das ganze Spiel über auch nicht gerade welche, oder? Ja, ich hab Zeit, ehrlich gesagt. Tück, tück, tück. Gerade schon mal wieder durch. Ja,
Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir doch gut Gegner weggebracht, aber dummerweise sehe ich jetzt halt auch gar nichts mehr. Zwei Gegner haben wir noch. Oh, heb den Hut vor mir. Genau. Nee, ist klar, hat keine Waffe. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir, die brauchen wir. Jetzt renne mich immer ein wenig zügiger durch. Dass wir auch noch in der heutigen Folge mal was erreichen und nicht nur laufen. Ich würde sagen, der ist es. Oh, zu welchem Terminal fährt der? Paridas und der andere. Ach, da gibt es keinen anderen mehr. Nehmen wir doch mal den mit. Felt like I might be able to recharge for a second. Ja. Nichts durchatmen. Pulled into the station and met more murderous assholes. Son of a bitch. No. Of course there'd be a tram full of goons trying to derail me. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach unten bleiben. Aber ich schieße halt einfach mal kurz wenig drauf. Aber eigentlich würde es auch langen, glaube ich, einfach nichts zu tun. Oh Gott, mir haben schon wieder. Jetzt bleiben wir einfach mal unten. Ich weiß zwar nicht, ob das dann noch, ob wir dann ans Ziel kommen. Solange nicht alle Gegner tot sind. Das ist halt echt die Frage. Ja, dann töten wir jetzt einfach mal ein wenig. Haben wir sonst nichts vor, oder? Jetzt brauche ich aber dann da mal mein Schmerzmittelchen. Okay, mir noch wieder kurz Zeit. Oh, scheiße. 10 Schuss nur noch. Hätten wir doch nicht einfach. Boah. Kacke, ich komm über Maus hier drüber. Na, haha. Okay. Ja, war klar. Jetzt genau vor der Ausfahrt. Oh, oh. It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. Okay, ich habe nur geschaut, ob da zufällig dahinter auch noch welche sind. Da oben ist der Kopf, habe ich doch gesichtet. Irgendwo. Okay, so viele auf einmal mit der Pistole ist halt doch nicht immer so einfach. Aber hier kann ich auch mal ohne Time-Ding spielen, glaube ich. Indem ich einfach nur blind reinfeuere. I felt like I missed out on the joke. And it was a real good one. Na scheiße. Entschuldigung, habe ich übersteuert. Ah.
Boah, was hab ich da gesehen? And I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. Ach. Deckung nachladen. Okay, die ist durchgeladen. Die nicht so. This was my stop. Boah, ist hier was los? Da laufe ich jetzt nochmal schnell durch. Ja, das zielt ja nicht die ganze Zeit. Um da doch noch vielleicht den ein oder anderen Munitions... Schub mitzunehmen. Right into the heart of it. Becker's Gimps were everywhere. So he and Bronco must be close. A smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar. But when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me! Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Okay, also wir sind auf jeden Fall auch nicht der Typ, der anderen einfach in den Rücken schießt, sondern wir stellen uns lieber... Boah, riskieren unser Leben. Ja, duck dich! Vollidiot. Ich werde die ganze Zeit von irgendjemandem getroffen. Aber ich weiß dummerweise nicht wer. Ich muss jetzt einfach mal was versuchen. Oh fuck. Ja krass, ey, weil der auch manchmal einfach aufsteht, der Spasti. Mein Güte, sorry Leute. Der regt mich ja am meisten auf. Schieß halt! Ja, wie immer kein Schuss mehr, wenn man es braucht. Alter Schwede, ist das schwer. Das ist ja nicht mehr feierlich. Hab schon längst gedrückt. Jetzt einfach voll Harakiri. Mist, das habe ich jetzt wieder voll vergessen. Genau, ihr habt es noch gerade gesehen, ich habe hier noch ungefähr 1000 Mal in den Kopf geschossen. Aber das interessiert ihn nicht.
You're just another green right before you build on our world. You ain't gonna walk away from all these dead bodies, pal. Hey, this is here. You're pissing on another man's bullbacks. How many more of your clowns you gonna send to their death? Schießt er das so ein Ding? Genau. Wie schnell sollte es denn gehen? Ja. Einfach drüber über den Kopf. Bin gespannt, wie viele wieder aufstehen. 4 Stück stehen wieder auf. Den interessiert es gar nicht, dass ich ihn anschieße. Okay, jetzt habe ich echt langsam keinen blassen Schimmer mehr, wie ich an denen vorbeikomme. Ja, duck dich doch! Wie ich an denen vorbeikommen soll, nachdem ja auf jeder Seite ein anderes Mistkind auf mich wartet. Zusätzlich Munition, ich brauche Munition, ich brauche Leben. Schieß doch jetzt einmal langsam. Ey. Okay, jetzt kommt da doch kein Schuss. Ich bin gespannt, wann der das nächste Mal schießt jetzt. Ja. Mann! Boah, Leute, ich sag's euch. Es wird jetzt hier ein längerer Part, weil das will ich auf jeden Fall in diesem Erfolg hier noch schaffen. Das ist zum Kotzen nämlich irgendwie. Ich hasse sowas, wenn ich das einfach nicht schaffe. Ich weiß halt einfach nicht auch, wie ich es machen soll, weil die überleben so viel. Insbesondere der hier. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Granate hätte. Na. Oder sonst was, also Granate oder keine Ahnung was. Schau, das ist zum Beispiel das nächste, wie viel der wieder aushält. Ich hab ihn schon, das ist das dritte Magazin, was ich dem jetzt da reingefickt hab. Und das kotzt mich was an. Ja, und jetzt wieder von hinten. Wieder. Da wirst du doch auch irgendwo blöd, oder? Nehmen wir da nochmal das Ding. Genau. Da steht jetzt wieder halt einfach auf. Das gibt's halt einfach irgendwie echt nicht. So, und jetzt halt nochmal ganz gezielte Schüsse. Duck, duck.
gesagt. Und ich blink schon wieder nur rot. Ich muss aufpassen, dass die mich nicht irgendwie flankieren oder so, aber das ist ja unmöglich eben. Was kommt jetzt schon wieder so ein Schuss? Da, komm. Wie lange braucht er denn zum Nachladen, der bescheuerte Wichser? Der Flugzeug wird natürlich... Alter! Ich komme einmal für 10 Sekunden aus der Deckung und kassiere natürlich wieder voll. Geh an die Deckung. Ja, mach. Lass dir durch Zeit, Kollege. Ich meine, warum auch beeilen? Wir machen das jetzt schon zum ersten Mal noch. Die rücken halt echt immer weiter vor. Ah, jetzt bewegt sich das Flugzeug irgendwie schon mal. Okay, das ist der letzte, oder? Ich hoffe es zumindest. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. One card left to play. Just get me close! Guys are running in over on the right! Okay, Leute, dann machen wir das jetzt halt in einem Rutsch hier, würde ich sagen. Machen wir jetzt gar nicht lange rum. Come on! We've got a flight to catch! It's not going to take off! Und dann holen wir uns hier den Sieg. Holen uns das Flugzeug und schauen, was passiert. Ach, komm! Ja, und ich weiß gar nicht, ob wir den davor hätten töten müssen. Den sind wir eh schon ziemlich kaputten. Muss ich jetzt mal sagen. Also er hat jetzt ja wirklich schon extrem fertig ausgeschaut. Nachdem er sich selber, oder das, nachdem wir ihn in die Luft gesprengt haben. Der stirbt jetzt doch mal da. Scheiß Gerät. Das Flugzeug ist zum Glück auch so schnell.
done with that plane. Let's get it over with. Schließe die Handlung ab. Schließe Teil 3 der Handlung ab. Erfolg, Leute. Wait, Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I walk. You'll walk with a lift! Has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found hanged in his police cell. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation local is justice. Underway. Local residents expressed outrage as if they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. Over to Marisol with the weather. Ja, Leute, ich glaube, wir haben das Spiel beendet. Finde ich sehr geil. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht gerechnet, aber ich wollte es jetzt halt mal an einem Durchzug machen, dass es mal eine längere Folge gibt. Und die gibt es ja jetzt, wie ihr seht. Jetzt brechen wir das hier mal ab. Falls einer von euch das Intro, das Outro noch sehen wollte, tut's mir leid. Ihr könnt ja mal euer Fazit unter die Ding schreiben und unter das Video in die Videokommentare schreibt ihr das Fazit, wenn ihr wollt. Und mein Fazit hört ihr jetzt. Und zwar, ich finde, das Spiel war an sich total genial. Es war für mich was Neues, wie ihr wisst, da ich noch nie wirklich Third-Person-Shooter gespielt habe. Das hat man natürlich auch gemerkt, das ist mir schon klar. Aber, ja gut, ich muss sagen, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. War, wie gesagt, was anderes. Von der Story her fand ich das total geil. Es war anfangs ein wenig verwirrend mit den vielen Namen, mit den vielen Gesichtern und allem, fand ich das ein wenig unübersichtlich. Vor allem dadurch, aber dadurch, dass es die ganze Zeit zurück in die Vergangenheit gesprungen ist, hat sich immer wieder eine Lücke geschlossen, die davor durch irgendwas offen war. Und so hat es dann am Ende doch alles, ja, einen guten Zusammenhang gegeben. Die KI von den Gegnern, muss ich sagen, die war, jetzt am Ende war sie gut, da haben sie einen schön flankiert und so. Das war, ob das jetzt gut oder schlecht war, das kann man sich aussuchen. So war es jetzt zwar mehr so auf Moorhuhn ausgelegt, ich nenne jetzt mal Moorhuhn-KI, da es einfach doch mehrere zu viele Gegner teils waren und die einfach nur wild gebratzt haben. Aber so an sich fand ich die Idee von mit dem Time,
Modus, das finde ich sehr gut, sowas. Das erleichtert zum Beispiel auch mir. Und ja, so, wie gesagt, war alles geil. Grafik war auch sehr schön inszeniert und alles. Und wie gesagt, wir schauen jetzt mal, was wir als nächstes spielen. Entweder kommt jetzt schon Red Dead Redemption oder es kommt noch Spec Ops The Line davor. Das müssen wir einfach mal gucken. Aber das entscheide ich dann spontan. Mal gucken. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt halt auf jeden Fall einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao und vor allem danke, danke, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, gebt mir bitte Feedback. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Macht's gut.